Wir veröffentlichen heute unsere Jahresbilanz der Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen dokumentiert die Zahl der Inhaftierten, der Entführten und verhafteten Journalisten weltweit. Insgesamt zählen wir am heutigen Tag, dass 80 Journalisten in diesem Jahr weltweit ermordet wurden, 60 Journalisten sind aktuell entführt und 348 Journalisten weltweit sitzen aufgrund ihrer Arbeit in Haft. Schon zur Jahresmitte hatte sich abgezeichnet, dass das Jahr 2018 ein ganz besonders gefährliches Jahr für Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt sein wird. Denn schon zur Jahresmitte war die Zahl der getöteten Journalistinnen und Journalisten höher als am Jahresende des Vorjahres. 61% der 80 getöteten Journalisten weltweit wurden gezielt wegen ihrer Arbeit ermordet. Jamal Khashoggi und Jan Kuciak sind ganz besonders bekannt gewordene Fälle unter diesen 80 getöteten Journalisten. Allerdings sind sie nur ganz prominente Einzelfälle. Und Reporter ohne Grenzen versucht ja am Ende auch hinter den Ziffern, hinter den Zahlen den anderen ein Gesicht zu geben. Und deswegen dokumentieren wir in unserer Jahresbilanz auch die Namen aller getöteten Journalisten, so wie wir das auch tagtäglich auf unserer Webseite fortschreiben. Weltweit sind die gefährlichsten Länder für Journalistinnen und Journalisten Afghanistan, Syrien, Mexiko, Jemen und Indien. Viele dieser Länder sind Länder, die sich im Krieg befinden. Allerdings, wenn man die Summe der 80 getöteten Journalisten in diesem Jahr anschaut, dann fällt auf, dass die meisten Journalistinnen und Journalisten nicht in Kriegsgebieten ums Leben gekommen sind. Und das ist, glaube ich, ein Faktum, was man ganz besonders betonen muss. Weltweit zählt Reporter ohne Grenzen aktuell 348 inhaftierte Journalistinnen und Journalisten. 179 davon sind hauptberuflich tätige Journalistinnen und 150 sogenannte Bürgerjournalistinnen und Journalisten, also Blogger und Online-Aktivisten. China, Ägypten, Türkei, Iran, Saudi-Arabien sind die Länder, die weltweit am meisten Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit verhaften. China ist seit vielen Jahren das Land, das den traurigen Rekord hält, weltweit die meisten Journalistinnen und Journalisten zu verhaften. Von den 60 aktuell inhaftierten Journalisten sind 46 sogenannte Bürgerjournalisten, also Blogger und Online-Aktivisten. In China sind besonders viele Journalistinnen und Journalisten inhaftiert in der Folge von einer massiven Online-Überwachung, oft geraten Journalistinnen und Journalisten ins Visier der Kommunistischen Partei und der Kommunistischen Geheimdienste in China, weil Journalistinnen und Journalisten sich auf sozialen Netzwerken äußern, weil sie journalistische Inhalte posten und allein das ihnen zum Vorwurf gereicht. Die Zahl der entführten Journalistinnen und Journalisten ist um 11% gestiegen. Weltweit zählen wir aktuell 60 entführte Journalistinnen und Journalisten, davon sind 45 hauptberuflich ihrer Arbeit nachgegangen und in der Folge entführt worden. Ein ganz besonders hohes Entführungsrisiko besteht unverändert im Nahen und Mittleren Osten, denn 59 der 60 aktuell entführten Journalisten sind in Ländern des Mittleren und Nahen Ostens entführt worden. 6 davon sind ausländische Journalisten, also Korrespondenten, die aus Gebieten im Nahen und Mittleren Osten berichten wollten. Das zeigt, dass ganz besonders betroffen eben oft einheimische Journalisten sind, die ganz oft nicht so im Blick der Weltöffentlichkeit stehen. Unverändert sehen wir, dass gerade dort im Nahen und Mittleren Osten wir geradezu von einer Entführungsindustrie sprechen können. Denn die privaten Gewaltakteure Islamischer Staat und auch die Houthi im Jemen versuchen, hohe Lösegelder zu erpressen durch die Entführungen. Außerdem machen wir noch auf die Zahl von verschwundenen Journalisten aufmerksam. Derzeit zählen wir 3 verschwundene Journalisten in Mexiko, Haiti und Russland. Das heißt, Fälle von Journalistinnen und Journalisten, die einfach vom einen auf den anderen Tag verschwunden sind und Angehörige und auch wir nichts über ihren Verbleib wissen. Und durch das Öffentlichmachen ihrer Namen heute wollen wir auch darauf hinwirken, dass sie nicht vergessen werden, was das Ziel von Verschwinden lassen ist. All diese erschütternden Zahlen zeigen, dass die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten weltweit überhaupt nicht selbstverständlich ist. Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit für den Schutz von Journalisten ein und der Schutz ist eben oft nicht ausreichend. Deswegen engagieren wir uns auch auf weltweiter Ebene für die Einrichtung eines UNO-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten und hoffen, dass die Vereinten Nationen sich bald einen Ruck geben, einen solchen Sonderbeauftragten einzurichten.
Reporter ohne Grenzen setzt sich dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten weltweit besser werden, dass sie sicherer und geschützter arbeiten können. Und ich hoffe, dass die Zahlen der Jahresbilanz 2019 im nächsten Jahr deutlich niedriger sein werden.